Hauptthema der drei Geigen. Das ist das erste Mal, wo ihr chorisch zusammenkommt. Könntet ihr es runder zusammenbekommen? Nur die drei Geigen. Drei, vier, eins. Ja, das ist gut. Super. Noch einmal die gleiche Stelle. Richard Strauss, Metamorphosen. Richard Strauss wird der bedeutendste für mich deutschsprachige Komponist des 20. Jahrhunderts, bleiben für uns alle im Gedächtnis sein. Aber sein letztes Werk ist ein Werk, das die Diskrepanz des 20. Jahrhunderts darstellt. In den letzten Kriegstagen geschrieben sind die Metamorphosen ein Dokument der Vergänglichkeit, ein Dokument der Zerstörung, der Trauer einerseits und gleichzeitig ein Aufruf der Hoffnung, wo die Seele des Menschen niemals über diese tragischen Ereignisse des Zweiten oder auch des Ersten Weltkrieges seine Kraft verlieren wird. Die Seele des Menschen ist die Kraftquelle und das spüre ich in den Metamorphosen von Richard Strauss. Bertha von Suttner hatte vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs ihr Werk verfasst, Die Waffen nieder. 100 Jahre danach ist es höchste Zeit, sich zu erinnern an diese Friedensbotschaft. Flora Marlene Geiselbrecht hat die Mittel der Komposition des 21. Jahrhunderts hier gebraucht, verwendet, eingesetzt mit dem Orchester. Und sie hat auch das theatralische Element inkludiert, in dem das gesamte Orchester sowohl musikalisch als auch sprachlich zu Wort kommt. Nur Blut soll immer mit Blut. Blut soll immer mit Blut. Blut soll immer mit Blut. Ausgewaschen werden. Die Künstler, die aus der ganzen Welt hierher kommen, ich würde meinen, das sind alles meine lieben Freunde, mit denen ich immer gerne musiziert habe. Die besonderen Ergebnisse der Konzerte werden natürlich festgehalten. Die CD, die jetzt aktuell und besonders mir am Herzen liegt, ist die CD mit Mozarts Klarinettenkonzert. Mit Matthias Schorn als Solisten.
Musik.